Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kommen zum nächsten Talk hier an der Telenet Fair. Bei mir Platz genommen hat mein erster Gast, der Remo, Intercom von der ABL AG. Guten Morgen. Hallo, Dave, hoi. Erzähl uns doch gerade mal schnell, wer ist die ABL und was macht ihr? Die ABL AG ist ein KMU, das aus der Zentralschweiz kommt. Also wir sind in Altdorf daheim. Wir haben rund 40 Mitarbeiter. Und die ABL AG ist eigentlich nach dem Firmengründer Alois Bissig benannt. Und wir werden noch etwa die mit der ABL gibt es in Luzern, die allgemeine Baugenossenschaft Luzern. Wir haben auch etwa ein Telefon von Mieter. Also da haben wir ein gewisses Verwechslungspotenzial. Aber ABL AG ist wirklich noch einmal wie Bissig benannt. Und wir sind wirklich eine Firma, die Lichtwellenleiter installieren. Alois Bissig L. L wie Lichtwellenleiter. Habe ich mir fast gedacht. Genau. Und jetzt wissen wir, was es bedeutet. Aber was möchtet ihr ganz genau so für eine Laie jetzt ausdrücken? Wenn jemand jetzt nicht mehr weiss, was Lichtwelle bedeutet, so in ein, zwei Sätze, was möchtet ihr? Also wir haben eigentlich drei Teile in dem Sinn. Also wir haben einerseits eine Produktion. Wir haben Sachen im Kabel, im Glasfaserbereich, den wir produzieren, konfektionieren. Dann dort einen Stecker dran, kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu. Nachher haben wir eine Montageabteilung, also wir haben die Dienstleistungen anbieten, also wir haben Strecken bauen, wir haben von Tunnelinstallationen über Seilbahnen, über Industrie dementsprechend oder auch Rechenzentren, die wir verkappeln. Dann haben wir noch den dritten Teil, das ist der Handel, also wir haben mit Komponenten, mit sehr viel, ob es Reinigungsmaterial ist oder Geräte, die man kann brauchen für Qualitätssicherung, das haben wir eigentlich vertreiben, kann man bei uns auch posten. Ich glaube, so sollte es jetzt verständlich sein. Seit wann gibt es euch vielleicht noch schnell? Wie lange ist die ABL schon? Die Firma ABL wird nächstes Jahr 20-jährig. Das ist auch bei unserem Stand eine von den Fragen. Wir haben dort einen Wettbewerb, den man mitmachen kann. Und unter anderem wäre eigentlich genau im 2015, nächstes Jahr, wird ABL 20-jährig. Jetzt muss ich schnell zu meinem Blatt greifen, weil ich bin auf einer Homepage gewesen, und dort steht drauf, ich zitiere: Als Unternehmen im Bereich der Kommunikation, Telekommunikation sind wir spezialisiert auf Projektierung, Entwicklung, Montage sowie Unterhalt von passiven Lichtwellenleiteranlagen für den Anwendungsbereich WAN, MAN, FTTX, LAN und CATV. Das sind jetzt einige Sachen dabei, die vielleicht Techniker sagen dir ganz sicher etwas, aber der Zuschauer vielleicht nicht gerade. Fangen wir vielleicht an, was ist MAN oder MAN? Genau, das sind eigentlich, wie heutzutage ist ja modern, dass man für alles Abkürzungen braucht. Und je nach Business, wo man ist, kann unter Umständen eine gleiche Abkürzung auch etwas ganz anderes heißen. Aber die WAN, LAN, MAN Bereich, das ist eigentlich das W, steht für Wide, M ist Metropolitan und LAN ist eigentlich Local. Das heisst, man tut einfach die Netze dementsprechend bezeichnen. Also das Metropolitan ist ein Stadtnetz, das man aufbauen kann. Ein LAN ist halt eben lokal, das können ein Rechenzentren sein. Oder halt eben das White ist unter anderem halt auch ein Begriff, wo man halt wirklich für Stadtverbindungen braucht. Und einer von den Begriffen, die du erwähnt hast, ist eigentlich das CATV, also das ist Cable TV. Das ist ganz sicher das Signal, das jetzt hier eigentlich aufgezeichnet wird, wird irgendwann über eine Glasfaser zu den Zuschauern in die Stube getragen per Fernsehen. CATV habe ich auch schon gehört, das sind ja eigentlich das Kabelnetz, also da, wo man die Dreilochdose in der Wand hat. Das ist, glaube ich, CATV, oder ist das wieder etwas anderes? Nein, im Prinzip eben Cable TV, das kann digital sein, das kann analog sein. Also eben die Dose, die man daheim hat, je nachdem, was für einen Anbieter das man hat. Man redet im Moment auch von dem FTTH, das ist das Fiber to the Home. Ist auch im Moment ganz ein moderner Begriff, wo man auch wirklich eine Anschlussdose in die Wohnung hineinziehen kann. Damit man wirklich digitales breitbandiges Fernsehen, Telefonie, Internet daheim empfangen und logischerweise auch retourtauglich ist. Als Gegensatz zu Fiber to the Home gibt es ja FTTS, Fiber to the Street. Genau, und da gibt es FTTC, to the Curb und so weiter. Oder to the Building. Das sind nachher einfach, je nachdem, wie weit man die Glasfaser zieht, je nachdem, was für Investitionen das man tätigt, wird das eigentlich dort praktiziert. Das ist in jeder Stadt, sprich in jeder Gemeinde, oder wo dementsprechend sich das Breitbandnetz ein bisschen ausbauen, wendet verschiedene Technologien. Also sprich, Technologie als Glas ist immer gleich, aber man geht immer ein bisschen weiter in die Wohnung. Und FTTH ist so das höchste der Gefühle im Sinne von, man hat wirklich daheim in der Stube hinter dem Fernseher, hat man eigentlich einen Glasfaseranschluss. Wir haben einen anderen Begriff. Was ist eine passive Lichtwellenleiteranlage? Passiv heisst eigentlich in dem Sinn, wenn man aktiv
die aktiven Geräte, die hier an der Messe häufig Aussteller sind, die dementsprechend Geräte, die mit Strom gespissen werden, die nachher das Signal auf die Glasfaser geben, das ist eigentlich der aktive Teil. Der passive Teil ist eigentlich nicht anders, als mit denen wirklich eine Punkt-Punkt-Verbindung machen. Ich kann dazu als Beispiel nehmen, zum Beispiel von einer Sessellift-Anlage. Mhm. Der Sessellift hat normalerweise, wenn man es kennt, eine Talstation, eine Bergstation und dort drüber können nachher Billettautomaten, da können nachher die Überwachungssicherheitsanlagen können dort drüber um die Glasfaser betrieben werden. Was wir machen, ist, wir dann eigentlich nicht anders im Auftrag vom Kunden die Kabelstrecke zur Verfügung stellen, dass wir eigentlich noch unten und oben dann die Spleisarbeiten ausführen. Das ist dann der Dienstleistungsteil, den wir machen, sind unsere Monteure vor Ort. Und dort haben wir eine Qualitätssicherung machen am Schluss. Das heisst, der Betreiber von dieser Bahn kommt nach, hat 12 Ports und kann auf den verschiedenen Fasern seinen Dienst aufschalten. Und der Teil in der Mitte ist der passive Teil. Also wir haben keine Komponenten, die ein Signal auf die Faser geben. Eigentlich passiv zwischendrin, oder? Genau, wir machen das effektiv nicht anders als ein Verlängerungskabel und in dem Verlängerungskabel mit hinten vor einem Stecker da wird nach vom Kunden der aktive Teil aufgeschaltet und mit genutzt, je nachdem, was er darüber hat. Wieder etwas gelernt, oder? zu deinen Kunden, wir werden ja noch nicht persönliche Namen nennen von Kunden, ja, sondern vielleicht kann man es ein bisschen global, okay, sagen, wer sind so eure Kunden? Also wir haben eigentlich einen sehr grossen Kundenstamm, ebenfalls einen sehr treuen Kundenstamm. Und die Situation dort ist eigentlich, wir haben sehr viel die öffentliche Hand. Also das heisst, wir haben eigentlich EWs, also stromverteilende Kunden, genau. Wir haben auch Privatkunden, aber im grossmehrheitlichen Teil sind es eigentlich schon die, die auch dementsprechend den Nutzen können, aus so einer Anlage ziehen, dass man nach wirklich Datenübertragung, Breitbandigkeit, Geschwindigkeit, wir haben eben auch im Bankensektor ganz sicher, wo nachher die halt Rechenzentren gespiegelt werden, wo sehr viele Daten innerhalb von sehr kurzer Zeit gesichert werden. Das ist sicher ein Hauptteil unserer Kunden. Okay. Auf der Homepage steht auch der Ausdruck, da muss ich wieder auf mein Blättchen schauen, Schwachstromanlage. Ja. Was, Stahlstrom kennen wir alle, das sind die grossen Steckdosen. Ja, was ist Schwachstrom, genau, das normale, das wir daheim haben? Nein, die Anlage, wo wir eigentlich dran sind, oder eben der Schwachstromteil, das sind eigentlich die, die in dem Sinn keine Spannung führen, sprich, die eigentlich auch keine Personenschäden oder Schussschäden können verursachen können. Aber der Schwachstromteil, wir haben nichts mit der Hochspannung zu tun. Wenn man sieht, mit den Freileitungen und so weiter, das ist eigentlich nicht unser Geschäft. Wir sind eben in diesem Teil Schwachstrom daheim, sind wir eigentlich tätig. Ihr habt gesagt, ihr produziert in Altdorf, da legt ihr grossen Wert drauf. Ja. Was wird in Altdorf denn produziert von euch? Also in Altdorf wird eben einerseits die ganzen Komponenten, die wir hier an der Messe zeigen, ausgestellt. Also das sind zum Beispiel eben Patchkabel. Also wir kaufen das Kabel ein auf einer Bobine. Das wird nachher auf kundenspezifischen Wunsch geschnitten. Und dann nachher diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altdorf dann nachher Kabel herstellen. Das heisst, also Kabel konfektionieren. Das heisst, dass wir nachher auf eine bestimmte Länge, bestimmter Typ Kabel, ob Single oder Multimode, dann Stecker dran konfektionieren und je nachdem, was der Kunde für einen Wunsch hat, wird dort ein Stecker dran konfektioniert. Das kann nachher eben alles, was es auf dem Markt gibt, sein. Weil wir sind in Altdorf eigentlich ein Selbstwertkompetenzzentrum, wir sehen es als solches und wollen eigentlich wirklich den Kunden möglichst gut beraten und bedienen und das von Altdorf aus. Wieso genau in Altdorf und nicht zum Beispiel Stadt Zürich, wo viele Firmen sind? Ja, genau. Das ist sicher für uns wichtig. Einerseits sind wir in Altdorf in dem Sinne streng Stecksgeschichte. Also man hat vor beinahe 20 Jahren in Altdorf also angefangen. Man hat natürlich nachher Mitarbeiter gesucht. Und es ist ganz klar, also wir haben dort sehr viel Know-how. Also eigentlich alles, was wir frisch entwickelt und frisch auf den Markt bringen an Komponenten, das wird eigentlich in Altdorf so entwickelt und produziert. Also das ist effektiv der Teil, wo man sagt, die Mitarbeiter, die wir haben, dieses wertvollste Gut. Auch sehr langjährige Mitarbeiter mit sehr viel Know-how, die können das eigentlich in Altdorf machen. Und ein Standort nur schon zu zickeln, ist eigentlich rein von den personellen Ressourcen, wäre das sehr schlecht für die Firma. Und da kommt noch dazu, dass eigentlich der Kanton Uri als Wirtschaftsstandort sehr attraktiv ist. Also da sind wir wirklich sehr froh. Man kennt einander, man hat dort ein gutes Beziehungsnetz, sei es die Politik, sei es die Wirtschaft.
Und das ist natürlich wichtig, dass man so etwas pflegen kann. Das ist, wenn man so gehört von anderen Firmen, im städtischen Bereich nicht immer sehr einfach, weil dort wird aufgrund von irgendwelchen Papieren entschieden. Da kann man wirklich nur mit den Leuten, die man kennt, mit dem Netzwerk, kann man schneller vorwärts kommen und unkomplizierter, als wenn man das so hört, wie es in der Stadt zum Teil läuft. Wo man halt einfach eine Firma ist mit einem Namen, die gibt sehr viel und doch, wir sind kontinuierlich recht gut verwurzelt. Also, ihr habt auch vor, noch länger in Altdorf zu bleiben? Ist ganz klar eine Absicht, ja. Also, es sind keine Dinge, es ist eben, man redet immer wieder von irgendwie einer Firma Zyklo aus steuertechnischen Gründen. Das ist unserer Größe als KMU eigentlich nicht von Interesse. Also, der Schaden, wo die Firma wahrscheinlich nimmt, weil halt nicht alle Mitarbeiter würden auf Zürich pendeln und so weiter, das ist eigentlich absolut kein Thema bei uns. Okay. Ihr habt jetzt hier einen Standard Telenet Fair. Erzähl mal kurz, was zeigt ihr, weil wir zeigen nachher noch ein paar Ausschnitte, so in ein, zwei Sätze, ja. Was sieht man bei euch im Stand? Das Wichtige, oder die wichtige Botschaft, die wir eigentlich hier durchbringen, sind eigentlich unsere Dienstleistungen. Sehr viele Kunden von uns kennen uns eigentlich oder kennen unsere Produkte, die wissen, was wir verkaufen, haben da schon eben bei uns sehr viele Sachen bestellt. Aber die Installationen sind eigentlich sehr unbekannt. Also die meisten wissen nicht, dass wir die ganze Palette von Dienstleistungen können anbieten, mit Spleissen, Messen, Qualitätssicherung, die wir können machen können. Und das ist eigentlich das, was wir an der Messe zeigen wollen. Das ist effektiv unser Know-how, das wir eben jetzt wirklich seit 20 Jahren haben, mit den langjährigen Mitarbeitern. Wir haben die Kunden am Telefon beraten. Und das ist das, was wir ein bisschen rüberbringen wollen. Wir haben hier zum Teil frische Produkte oder Produkte können aufgrund von Optimierungen, von anderen, wenn wir einkaufen, optimieren. Also wir sind auch preislich attraktiv geworden. Wir haben dort lang müssen am Markt ein bisschen kämpfen, dass wir wirklich auch die Produkte, die wir haben, halt, weil es Einzelstücke sind und so weiter, ein bisschen teurer verkaufen, logischerweise, weil wir dort auch Entwicklungskosten hatten, haben das jetzt aber eigentlich wirklich können, aufgrund von einer Breite und von einer ein Standardisierung sehr attraktiv gestalten. Und das ist etwas, was wir jetzt durchbringen wollen. Und die Qualität ist immer noch genau die gleiche. Das ist sehr wichtig, dass wir es rüberbringen, hinter dem Namen ABL, weil ich euch stehe, wie ich bis jetzt gestanden bin. Auch wenn alles Produkte auf dem Markt herumschwirren, die halt über Qualität manchmal nicht alle Zweifel erhaben sind. Also du bist nicht nur einfach nur ein Angestellter, sondern du stehst auch dahinter. Du tust auch Wert darauf legen, auf das, was du machst. Das ist ja so, richtig. Ja. Ich bin zu mir kurz gesagt seit 18 Jahren in dieser Firma, also von den 20 Jahren, die es gibt. Okay. Richtig. Und ich habe eigentlich einen wesentlichen Teil dazu beigetragen. Ich bin auch von Seiten Installation gekommen, bis ich jetzt eigentlich seit letztem Jahr, also Anfangs 13, bin ich Geschäftsführer von der ABL. Und ich kenne die Firma von Grund auf, ich kenne die Leute, ich weiss, wie wir arbeiten. Und für mich ist wichtig, dass eigentlich der Firmenname ABL und das Logo, das es repräsentiert, wirklich auch, so bleibt, wie es die Leute in Erinnerung haben und auch so weiterziehen mit dieser Qualität und Leistung, die wir es eigentlich gemacht haben die letzten 19 Jahre. Sehr gut. Wie vorhin gesagt, wir kommen noch schnell zu deinem Stand. Mein Kollege, der Stefan Schärli, ist gestern hier auf der Messe unterwegs gewesen. Und hat sich der Stand mal von euch mal geschaut, der ist spontan bei dir vorbeigekommen und hat mal reingeschaut. Ja. Wir schauen uns das jetzt ganz kurz an. Und jetzt gehen wir einfach hier zum nächsten Stand, zum ABL. Wo haben wir denn da? Wer sollen wir recht jetzt hier anfragen? Okay, ja, gerade da hinten haben wir einen Herrn. Wir kommen jetzt einfach auch hier rein spaziert. Grüezi wohl. Jetzt muss ich schnell nach dem Namen fragen. Mein Name ist Remo Inderkum von der ABL. Herr Inderkum, danke vielmals. Wir sind hier einfach am Umlaufen und schauen, was es so verständet. ABL, was muss ich mir darunter vorstellen? Die ABL, das ist eine Firma aus dem Kanton Uri, wenn man schlecht hingehört. Und zwar gibt es uns nächstes Jahr seit 20 Jahren. Und wir sind eigentlich ein Dienstleister und Produzent von LWL-Materialien, LWL-Kabel. Also, wenn ich als Endverbraucher jetzt LWL höre, dann habe ich so keinen Plan, was das ist. Was ist denn das genau? Das LWL, das ist eigentlich auch auf das, was jetzt hier die Messe ausgerichtet ist, also Glasfasertechnik, Glasfasertechnologien. Und wir dann eigentlich Kabel konfektionieren und dann da die Dienstleistungen ausführen. Also wenn ich jetzt das richtig verstehe, sind Sie eigentlich die, die ganzen Nervenstränge machen, zwischen den PCs, zwischen den Fernsehern, zwischen den Telefonen oder zwischen der ganzen Kommunikation oder auch Steuerungsmaterialien? Richtig, genau. Wir sind eigentlich weniger im Inhouse-Bereich, sondern wir sind eigentlich hauptsächlich im Bereich von Nationalstrassen oder eben Backbone-Bereich. Das heisst, dass die eine Stadt mit der anderen kommunizieren
oder eben in kleinen Teilen auch im Fiber-to-the-Home-Bereich, also die Glasfasern, die in den Stuben ist, daheim, in den Steckdosen, das dem wir auch machen. Also, Sie sind spezialisiert auf Glasfaser, aber vor allem auf lange Distanzen, oder? Richtig, genau. Genau, wo es eigentlich ein Teil im Rechenzentrum auf kurze Distanz oder Inhouse ist, den wir eigentlich wirklich auf Backbone-Netz, wie es sagt, auf lange Distanzen machen. Jetzt muss ich Sie etwas ganz Neues fragen, als Nicht-Könner von dem Ganzen. Wenn ich jetzt eine Leitung machen zwischen Zürich und Luzern, dann wird ein Kabel in den Boden verlegt zwischen Zürich und Luzern. Ist das korrekt? Grundsätzlich ist das korrekt. Also abgesehen davon, dort sind natürlich Kabel drin mit verschiedenen Besitzern. Und wenn Sie jetzt eine Glaswasserbindung wollen, von Luzern auf Zürich, können Sie das eigentlich bei diesen verschiedenen Kabel-Eigentümern beantragen. Und dann werden Ihnen die zwei Fasern als Beispiel zwischen diesen zwei Städten zur Verfügung stellen, wo Sie noch Ihren eigenen Dienst oder Ihren gekauften Dienst können nutzen. Okay, aber die ganz grossen Sachen, die jetzt ja alles, was jetzt ohne Kabel geht oder halt online ist, das muss ja auch irgendwann auf eine Antenne und in ein Kabel. Und dort kommen Sie dann wieder zum Zug, oder? Das ist richtig. Ob das jetzt ein Standort ist, der als POP oder als Hub dementsprechend definiert ist oder eben ein Antennenstandort, das ist ja so, dass von dort weg noch das Glasfaserkabel geht. Um die Datenmenge, die ja heutzutage mit diesen Smartphones und so anfällt, können zu verarbeiten. Sehr schön, sehr spannend und vor allem in einer Materie, wo wir als Endverbraucher eigentlich nichts damit zu tun haben. Jetzt eine Hintergrundfrage, ist die Ausstellung, läuft es gut bei Ihnen? Bis jetzt läuft es eigentlich sehr gut. Also man hat also immer die üblichen Hochs und Tiefs, am Morgen früh, Mittag wieder ein bisschen weniger, Nachmittag war es sehr gut gewesen. Und jetzt merkt man doch, dass die ein oder anderen Besucher langsam an Feierabend denken. Gut, das machen wir nämlich jetzt auch gleich an Feierabend denken, wenn es auch verdient. Aber Sie haben natürlich recht, wir sind hier in der Schweiz. Am Morgen ist Kaffee trinken, am Mittag um 12 Uhr ist Essen. Und das sind die toten Zeiten. Danke vielmals, Herr Hindekum, wenn Sie Zeit haben. Wir einfach dürfen so hier rein marschieren. Ganz eine tolle Ausstellung und noch einen schönen Abend. Merci, wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Das war ein bisschen Rundgang mit dem Stefan. Vielleicht noch schnell zum Schluss. Wieso bist du der Telenet Fair? An der Telenet Fair sind wir eigentlich selber die Fachmesse schlechthin in der Schweiz. Also da ist wirklich alles, was Rang und Namen hat, eben Lieferanten, Hersteller, Produzenten von diesen Komponenten, die wir verarbeiten. Und eben das Netzwerk, die pflegen, Kontakt pflegen, gute Gespräche, die wir jetzt wirklich auf eigentlich anderthalb Tage sehr gut haben, darf man sagen, ist die Messe sicher ein Erfolg für uns. Ist schwer, die Erfolge dieser Messe im Nachhinein zu messen, aber man hat doch nie Kontakt, Gespräche. Man wird informiert von Seiten Kunden und Lieferanten über irgendwelche Projekte. Und das ist für uns natürlich sehr wichtig hier. Also es lohnt sich, richtig. Also ist absolut so, dass die Messe richtig platziert ist. Auch der Rhythmus finden wir wirklich gut. Das also das erste Mal wieder dabei in zwei Jahren. Ich denke es ja, das ist grossmehrheitlich so, dass wir werden. Wenn noch jemand mehr über die Firma wissen will, Homepage gibt es ziemlich sicher. Natürlich, ja, mit www.abl-ag.ch oder eben mit Telefonnummer 041 874 1414. Das ist ganz eine einfache Nummer. Kann man dich am Freitag erreichen? Richtig, genau. Kann man mich wieder im Büro erreichen oder mit meinen Mitarbeitern dementsprechend, die natürlich Freiheit haben über jedes Telefon, das da kommt. Okay, wunderbar. Dann wären wir eigentlich am Ende. Das wäre es gewesen mit dir. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und das Ganze hier ein bisschen vorgestellt hast. Bei uns im Anschluss geht es jetzt hier auf Telezentral Schweizer mit dem normalen Programm. Und wir sehen uns in guter Stunde wieder zum nächsten Talk. Danke dir. Merci.